Was haben Schweine mit Weltpolitik zu tun? Nun, eine ganze Menge, wie wir aus Zahlen aus China heute Nacht festgestellt haben. Und die will ich Ihnen gleich mal zeigen. Und damit allerherzlichst willkommen, meine Damen und Herren. Das, was wir hier sehen, ist der Anstieg der Schweinepreise in China. 69% zum Vorjahresmonat. Gleichzeitig damit insgesamt die Lebensmittelpreise in China um über 11% gestiegen. Und das hat dazu geführt, dass wir jetzt mit den Verbraucherpreisen in China bei plus 3,0% sind. Das ist der höchste Stand seit 2013, während gleichzeitig die Erzeugerpreise nach unten gehen, nämlich um 1,2% fallen. Das ist der tiefste Wert oder der größte Rückfall seit dem Jahr 2016. Mithin geht aus diesen Zahlen hervor, dass China durchaus Interesse hatte, von den Amerikanern Landwirtschaftsprodukte, vor allem Schweinefleisch, zu kaufen. Dementsprechend die große Bereitschaft, den Amerikanern genau das anzubieten, das hat man eigentlich ja schon seit Wochen, seit Monaten den Amerikanern angeboten. Wir kaufen ganz viel von euch an Landwirtschaftsprodukten und wollen dafür Ruhe haben. Lange hat Trump dieses Ansinnen abgelehnt, aber je später der Zeitpunkt, umso schlechter seine Verhandlungsposition. Deswegen hat er jetzt die Phase 1 ausgerufen, wo er genau auf diesen Deal eingegangen ist, der eigentlich schon lange möglich gewesen wäre, wenn er es denn nur gewollt hätte. Also hier sehen wir, dass China ein Problemchen hat. Man hat zwar jetzt die Fleischreserven schon teilweise freigegeben, die China eben hat, aber es ist gleichwohl nicht genug, um diesen Preisanstieg zu verhindern. Nun hat heute Nacht Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, nochmal getwittert, ja, ja, wir haben wirklich die Nachfrage nach 40 bis 50 Milliarden Dollar an US-Farmimporten, das gibt unser Markt her. Ja, das ist durchaus möglich, dass der Markt das hergibt. Was war der Markt gestern? Wir hatten einen wirklich grottigen Handelstag mit wenig Veränderung, minus 0,1% der S&P-Index. Wir hatten 33 Millionen gehandelte Spider-Kontrakte, also das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Wir hatten letzten Freitag, als diese Euphorie so groß war in Sachen, wie toll doch der Handelsdeal wird, da hatten wir über 100 Millionen, knapp über 100 Millionen. Das erste Mal seit langer Zeit, dass auch in einer Aufwärtsbewegung etwas Volumen steckte. Wir hatten am 8. Oktober auch schon mal über 100 Millionen Kontrakte. Damals der S&P 1,5% gefallen. Und wir hatten hier mal 124 Millionen am 2.10., als der S&P 1,77% gefallen war. Also das war gestern praktisch komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil eben Columbus Day, weil die Anleihenmärkte zu waren und dementsprechend da nicht wirklich viel passiert ist. Das wird sich aber heute ändern. Das wollte ich nicht zeigen, sondern das wollte ich nochmal zeigen. Denn wir haben heute die großen Banken in den USA auf der Agenda. 13 Uhr JP Morgan, die wichtigste Bank in den USA, oder da wird der Markt am stärksten drauf gucken. Citigroup 14 Uhr, wir haben dann Goldman Sachs 13.30 Uhr und 14 Uhr Wells Fargo, also um die Mittagszeit, da kommen die ganzen Banken, dann dazu noch United Health aus dem Dow Jones, wie auch Johnson & Johnson. Interessant ist, dass wir bei JP Morgan ein Muster haben, nämlich dass jedes Mal im dritten Quartal die Aktie oder mit Veröffentlichung der Zahlen im dritten Quartal die Aktie fällt, selbst wenn man die Erwartungen hinten und vorne sozusagen übertrifft. Das ist eine erstaunliche Statistik, die zeigt, dass möglicherweise jetzt die Saisonalität nicht sehr günstig ist. Die Erwartungen an die Bank-Earnings sind massiv nach unten geschraubt worden von Anfang Juli bis jetzt. Da hat man richtig der Situation Rechnung getragen, dass eben die Situation in Sachen inverse Zinskurve, in Sachen fallende Leitzinsen in den USA den Banken natürlich vielleicht ein Problemchen machen wird. Was haben wir noch? Interessante Statistiken, zum Beispiel zum Cass Freight Index. Das ist ein Frachtindex. Cass ist ein Zahlungsabwickler. Und hier sehen wir, dass dieser Cass Freight Index, der Transporte über Eisenbahn, über Trucks, über Flugzeuge etc. erfasst, dass wir hier seit Monaten im Sinkflug sind. Im Mai 6% nach unten, Juni 5,3%, Juli knapp 6%, August 3,4%. Und Cass sagt hier, wir wiederholen unsere Botschaft der vorherigen Monate, dass dieser Index von einer Warnung eines potenziellen Slowdowns, einer potenziellen Abschwung der Wirtschaft in den USA, jetzt eine wirtschaftliche Kontraktion signalisiert. Also die Dinge sind nicht mehr so hübsche in den USA. Das wollte ich nicht zeigen, sondern diese
Grafik hier, wo wir sehen von Morgan Stanley, dass die Hoffnung, dass doch ein wirklicher Deal nochmal zustande kommt zwischen den USA und China, durchaus großen Einfluss hat auf die Beschäftigung, auf die Unternehmen, die hier gesagt haben, okay, wir halten erstmal an unseren Arbeitnehmern fest, wir wollen die nicht entlassen, aber wir zahlen weniger Löhne. Wir sehen, dass seit 7 Monaten im Grunde der Wage Growth decelerated hat, also praktisch die Lohnzuwächse immer stärker abnehmen. Das ist auch ein Trend, der bedeutsam sein dürfte. Wir wollen uns heute um die Bank-Earnings kümmern. Wir haben heute keine US-Daten mehr, weil der New York Empire State Index eigentlich heute veröffentlicht werden sollte, gestern irgendwie schon veröffentlicht wurde, aus technischen Problemen heraus, wie es heißt. Ansonsten stehen eben nur diese Bankwerte vor allem im Fokus. Das wird der Aufreger. Jetzt geht die Berichtssaison los. Jetzt wird das sozusagen interessant, was lange so ein bisschen im Hintergrund war, nämlich die fundamentalen Fakten. Wie schaut es wirklich jetzt aus? Werden wir vor allem in den Ausblicken Warnungen sehen? Wir haben eine überwältigende Prozentanzahl von Unternehmen, die bisher gemeldet haben, die eben ihre Ausblicke deutlich nach unten genommen haben. Wie werden wir reinkommen in diesen Handelstag? So tendenziell, Charts von Capital.com, tendenziell seitwärts, also 26.852 im asiatischen Handel, leicht nach oben, nachdem der Nikkei ein bisschen nachholte, was er gestern nicht hat einpreisen können wegen einem Feiertag. Wir sind beim S&P bei 2.973. Für den DAX wird das bedeuten, dass wir nach wie vor an dieser 12.500er Marke kleben. Wir haben wieder neue Hoffnungsszenarien im Brexit. Da scheint man vielleicht eine Notsitzung machen zu wollen, um hier das Schlimmste zu verhindern. Wir sehen, dass der Euro sich heilt bei 1.1030, auch en grosso modo seitwärts geht. Wir haben den Goldpreis bei 1.493 auch wenig verändert und wir haben Crude bei $53.15. Trump hat jetzt ernst gemacht mit den Sanktionen gegen türkische Offizielle, will das möglicherweise ausweiten, hat in einem offiziellen Statement auch noch gesprochen von der Zerstörung der türkischen Wirtschaft, wenn das Ganze nicht bald aufhört. Also da könnte es für Erdogan jetzt langsam eng werden. Ansonsten ist es nur heute die Berichtssaison, die im Fokus ist, aber es kommt wieder ein bisschen mehr Schmackes rein. Es sind in Deutschland ja auch Ferien, alles so ein bisschen runtergedimmt, hat man das Gefühl. Gestern auch an der Wall Street runtergedimmt, aber ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen herrlichen Handelstag und sage Servus und Ciao.